Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem kleinen Sprachkurs. Mein Name ist Detlef Groth. Ich bin von der Universität Potsdam und Mitglied der Deutschen IDO-Gesellschaft. Die Webadresse von der IDO-Gesellschaft finden Sie hier. Falls Sie noch gerne Informationen über IDO haben wollen, ist es auf jeden Fall eine gute Adresse, wo Sie anfangen können. Ich möchte heute ein bisschen was über die Geschichte von IDO erzählen und über die Sprachregeln vom IDO und wie die Wörter gebildet werden. Und dann gucken wir uns ein paar kleinere Texte an, um einen Eindruck zu bekommen, welche Sprache, wie die Sprache aufgebaut ist und wie man sie verstehen kann, mit Hilfe von welchem Hintergrundwissen, sodass man einen Eindruck hat von der Sprache und auch ein bisschen Texte lesen kann. Das wäre mein Ziel für die heutige Veranstaltung. Ich denke, im Anschluss können Sie Fragen auch im Chat stellen. Wenn Sie zwischendurch Fragen haben, können Sie die auch gerne im Chat probieren. Der eine oder andere IDist ist hier auch dabei. Der kann mir dann ein bisschen unterstützen, zur Seite treten und dort im Chat eventuell Fragen, die spontan aufkommen, beantworten. Gut, dann fangen wir an. Also IDO ist eine Kunstsprache sozusagen. Also man bezeichnet das auch als nützliche Sprache. Und sie ist entstanden 1907, als sich einige Sprachwissenschaftler, Linguisten und andere Wissenschaftler zusammengesessen haben, um sozusagen eine internationale Verständigungssprache zu entwickeln. Und dort wurden verschiedene Sprachentwürfe vorgelegt, unter anderem Volapük und Esperanto. Und basierend auf den Reformvorschlägen, die Zamenhof 1894 entwickelt hatte, um dem Esperanto ein bisschen mehr Schwung zu geben, wurde dann sozusagen das Esperanto angenommen, mit der Maßgabe, dass einige Veränderungen an der Sprache durchzuführen wären, um sie sozusagen leichter in die Welt hinauszutragen. Und sozusagen wurde dann Esperanto reformita, also reformiertes Esperanto, als Sprachentwurf angenommen. An der Spitze stand damals Louis Couturat, ein Philosoph und Mathematiker, der aber leider am Anfang des Ersten Weltkriegs bei einem Autounfall im August 1914 ums Leben gekommen ist, und so dass die IDO-Bewegung eigentlich ihren stärksten Kopf sehr früh verloren hat. Warum kam es zu dieser Maßgabe, dass Esperanto also nicht in der Urform akzeptiert wurde? Und es gab halt da viele Diskussionen, und einer der wesentlichen Punkte war, dass Esperanto ja nicht alle lateinischen Buchstaben benutzt, zum Beispiel nicht das Q, auch das X und das Y nicht, und dafür mit dem Ziel, ein Buchstabe, ein Laut, Sonderzeichen eingeführt hat, die mit diesem Dach ausgestattet wurden. Und das ist jetzt verkehrt rum. Es ist eigentlich genau anders. Nee, ist ja diesem Dach ausgestattet wurde, sodass dort ein Buchstabe, ein Laut dargestellt werden konnte. Das hat natürlich Probleme gemacht im Druck bei den Buchdruckern damals, der damaligen Zeit, und auch viele Jahre noch länger. Heute ist es ein bisschen besser. Ja, Sie können quasi mit einigen Hilfsmitteln auch diese Sonderzeichen auf Ihrem Computer eingeben. Aber damals war das ein erhebliches Problem, und so haben die IDisten sozusagen Lautersetzungen durchgeführt, sodass sie teilweise auch zwei Buchstaben ersetzt haben für einen, um sozusagen beim lateinischen Alphabet zu bleiben. Dieses lateinische Alphabet teilt ja IDO dann sozusagen mit Latein und mit Englisch, also quasi die alte Weltsprache Latein und die aktuelle Weltsprache Englisch, sodass der Zeichensatz eigentlich gut ist für eine allgemeine Verbreitung dieser Sprache. Wenn man Esperanto mit IDO vergleicht, dann sieht man, hier steht also wehe ad omni für alle, ob Mann, Mensch, Männer oder Frauen, Kahumini, welche so mutig sind, sich zu befreien von ihren Vorurteilen.
einmal auf Ido und das der gleiche Satz im Esperanto, der also einige Sonderzeichen dann benötigt. Und wie gesagt, das war also das Ziel, zum einen die Sprache ein bisschen flüssiger zu gestalten, indem zum Beispiel die Pluralform des Is verwendet wurde und nicht des Js, sodass es beim Esperanto gibt es einige Häufungen von dem J als Endung, um die Sprache ein bisschen ansprechender zu gestalten. Für den Normalanwender, dem fällt es meistens gar nicht auf, diese Feinheiten in der Sprachgestaltung, wenn Sie Esperantist sind, ich war viele Jahre und bin immer noch Esperantist, dann reden Sie einfach und wenn Ihnen jemand sagt, naja, das ist aber nicht so toll, dann bemerken Sie das natürlich gar nicht, weil Sie in der Sprache das benutzen und Ihnen ist es eigentlich auch egal. Wichtig ist, dass man sich ja verständigen kann und diese Aspekte sind dann erstmal nachrangig. Aber wie gesagt, es gibt ein paar praktische Hindernisse, wenn man das Esperanto anwenden will, auch heutzutage noch. Insofern existiert Ido nach wie vor. Ja, ich hatte schon erwähnt, dass Couturat 1914 leider im Autounfall ums Leben gekommen ist, am Anfang des Ersten Weltkrieges. Dann war der Erste Weltkrieg, der natürlich die Ido-Bewegung zurückgeworfen hat. Und in der Zwischenkriegszeit gab es dann wieder einen Aufschwung. Es gibt den Progresso, ein Journal, was also seit 1908 erscheint. Man kann hier auf archive.org gehen und dann, ich glaube, bis 1939 sämtliche Progressos in Jahrgangsbänden sich herunterladen als PDF-Format und ein bisschen herumstöbern. Sehr interessante Zeitdokumente. Und der Progresso erscheint also auch heutzutage noch. In der Zwischenkriegszeit war, wie gesagt, Ido recht erfolgreich. Es gab 1922 zum Beispiel einen Kongress in Dessau und das ist auch der Grund, warum die Idisten nächstes Jahr eine Konferenz abhalten aus anlässlich des 100. Jahrestages dieses Ido-Kongresses in Dessau, der ja in der Zwischenkriegszeit ein Zeichen für Hoffnung und Völkerverständigung war, was ja dann leider im Zweiten Weltkrieg wieder nicht, wie soll ich sagen, die Hoffnungen haben sich ja nicht erfüllt, dass man mit der Sprache sozusagen die Menschen so zusammenbringen kann, dass man diese schlimmen Dinge vermeiden kann. Da ja da viele Wissenschaftler mitgewirkt haben und sie kann man ja heutzutage auch gut beobachten, jeder Wissenschaftler hat so ein bisschen seine eigene Meinung, hat es relativ lange gedauert und das war halt auch ein Problem des Ido, weswegen es sich gegen das Esperanto auch nicht durchgesetzt hat damals, zur damaligen Zeit, dass erst relativ spät die Sprache sozusagen fertig war, weil die Leute entwickelt haben und versucht haben, alles sehr lange zu optimieren. Und 1925 ist mit der kompletten Grammatik von Louis de Beaufort sozusagen die Sprachentwicklung im Wesentlichen abgeschlossen gewesen, mal von neuen Wörtern, die dann dazugekommen sind und minimalen Änderungen abgesehen. Kann man sich auch in einer modernisierten Form herunterladen. Ich habe hier noch ein Exemplar kann man sehen, von 1925, wo ich auch gerne mal drin rumschmöker. Das fällt leider aufgrund der Säure nun langsam auch schon ein bisschen auseinander. Ja, heutzutage gibt es einige Journals, Zeitschriften, die existieren, die erscheinen in aller Regel viermal im Jahr. Eins davon ist der Ido Saluto, der also von der Deutschen Ido-Gesellschaft herausgegeben wird. Hier ist eine Abbildung von Günter Anton, der leider dieses Jahr verstorben ist, der also lange auch Ehrenvorsitzender und Vorsitzender der Unione Lingua Internationale war, der internationalen Idistenorganisation, die also die Progresso-Zeitschrift herausgibt. Auch Online-Zeitschriften existieren natürlich, die mehr oder weniger regelmäßig herausgegeben werden. Es gibt jede Menge Internetaktivitäten, wöchentliche Videotreffen der Idisten und dieses Jahr konnte im September auch noch ein kleines Treffen in Malmö stattfinden mit den schwedischen Idisten, trotz der leider im Moment relativ schwierigen Lage. Dann haben wir eine Ido-Gruppe in Berlin, die Ido Amici, die sich also vor der Corona-Zeit relativ sehr regel immer jeden Freitag getroffen haben. Jetzt, wie gesagt, gibt es ein Videotreffen. Den Link gebe ich im Anschluss noch am Ende des Textes. Die Grammatik
können wir ein bisschen streifen, damit man einen Eindruck bekommt, wie gesagt, wie das System Sprache hier funktioniert. Es gibt ein paar Abwandlungen von bestimmten Buchstaben, die also immer gleich ausgesprochen werden. Das C wird wie das Z ausgesprochen in Zitrone. Das V zum Beispiel wie unser deutsches W. Und das Z wird immer wie ein S ausgesprochen, wie das S in Nase. Also kein scharfes S, während das normale S als scharfes S ausgesprochen wird, wie in Kasse. Es gibt also nur relativ wenige Abwandlungen, die uns neu sind. Das kennen wir in vielen Wortkombinationen. Nur, dass es hier halt immer in der gleichen Form auftritt. Die Betonung liegt in aller Regel auf der vorletzten Silbe eines Wortes. Ich habe mal hier wieder das Dach raufgesetzt. Und es gibt aber Ausnahmen, und zwar, wenn hinten zwei Vokale sind, dann wird die Silbe, der Vokal davor für die Akzentuierung benutzt, weil es hier auch Zwielaute gibt, wie Lingvo, wo sozusagen eine Silbe nur ist. Deswegen wird der vorhergehende Vokal dann betont. Bei den Infinitiv der Verben wird immer die letzte Silbe betont. Der Artikel, es gibt also nur eine Form des Artikels, also es gibt kein männlich, weiblich, sächlich oder so, es gibt nur das La, was auch apostrophiert werden kann, und noch die Form des Le, was man benutzt, wenn man nicht ausdrücken kann, ob es sich um ein oder mehrere handelt. Ja, wir haben zum Beispiel die Eigennamen und wir sagen im Deutschen dann die Mayas und hängen einfach ein S hinten dran. Im Ido werden die Eigennamen nicht verändert und dadurch kann man also grammatikalisch nicht den Plural bilden, das kann man also dann ausdrücken durch das Le. Das sind also die Mayas und das ist der einzelne Maya. Und wir haben keinen undefinierten Artikel. Substantive enden immer auf O und der Plural immer auf I. Das O wird ersetzt durch das I. Und wie gesagt, die Eigenschaftsnamen haben keine Endung. Die Namen bleiben, wie sie sind. Und wenn man jetzt die Wortreihenfolge verändert, dass man das Objekt nach vorne nimmt, ja, also das Englische hat ja zum Beispiel auch kein Akkusativ, wenn man es im Ido sozusagen das Objekt nach vorne stellen will, dann muss man die Endung, Akkusativendung N hinten ranhängen. Also hier zum Beispiel ein Beispiel. Me manjas pomi, also ich esse Äpfel. Aber wenn ich jetzt die Äpfel nach vorne stelle, Äpfel esse ich, dann muss ich hier das N ranhängen, um klarzumachen, dass nicht ich von den Äpfeln gegessen werde, sondern ich die Äpfel esse. Die Adjektive, das ist ein Unterschied zum Esperanto, sind unveränderlich. Es gibt also hier kein Plural. Das heißt, wir haben hier la riĉa homo, der reiche Mann, und la riĉa homi, die reichen, Entschuldigung, Mann, Mensch, la riĉa homi, die reichen Menschen. Man kann auch aus Gründen der Flüssigkeit die Endung weglassen, hier zum Beispiel car amico, sodass nicht zwei Vokale aufeinander folgen. Adverbien enden dann prinzipiell mit der Endung E. Ja, wichtig, wenn man eine Sprache lesen und verstehen will, ist, sich die Personalpronomen anzugucken, die ja sehr häufig vorkommen, um dort eine Orientierung zu bekommen. Und der Unterschied zwischen ich und du ist ja ein sehr erheblicher. Und die die Singularform des Personalpronomens sind also me, tu und lu. Und wenn man das Geschlecht ausdrücken will, kann man also auch er, sie, es verwenden. Und im Plural ist es nie, wie, li. Auch hier kann man dann die Gruppe von Männern, die Gruppe von Frauen oder die Gruppe von irgendwelchen Gegenständen darstellen, wenn man das möchte oder meint, machen zu müssen. In aller Regel sollte man aber die Kurzform verwenden, weil das dann klar ist. Ja, besitzanzeigende Fürwörter, dann mit der Endung A werden sie ausgestattet. Verben, ich will jetzt nicht in alle Details gehen, dazu reicht die Zeit nicht, haben also die Form
des Infinitivs mit A. In der Gegenwart, ihr in der Vergangenheit und or in der Zukunft. Und das gilt auch für die konjugierten Formen. Die sind allen Personen gleich. As ist die Gegenwart, is ist die Vergangenheit und os ist die Zukunft. Der Konditional ist us und der Imperativ ist es. So, hier ist ein Beispiel. Me lectas, das Buch Libro Hodie. Ich lese das Buch heute. Ich las das Buch gestern oder ich werde das Buch morgen lesen. Und hier ist der Konditional. Ich würde das Buch lesen. Se mi havus tempo, wenn ich die Zeit hätte. Ja. Lectis omni, lest alle. Das ist möglich, ja, dass ich auffordere, alle was zu lesen. Aber lectis omna ido libri, lest alle Ido-Bücher, das ist aus zeitlichen Gründen leider nicht zu schaffen. Ja, wie werden Worte gebildet? Wir haben die sogenannten Wortbildungssprachen, das Englische, das Deutsche, das Russische, das Spanische, das Französische und das Italienische. Und dort wird dann sozusagen durch Mehrheitsvotum werden die Wortstämme gebildet, da die meisten Sprachen hier natürlich sehr stark Latin-Ursprungs sind. Ist die Sprachabdeckung insbesondere mit dem Französischen also extrem hoch. Das heißt, man hat 90% der Wortwurzeln, kann man sich also im Französischen direkt erschließen. Bei den anderen Sprachen ist es dann weniger. Im Deutschen sind es, glaube ich, 60% oder 70%, im Russischen noch 50% der Wörter, die sich direkt ableiten lassen. Hier sind ein paar Beispiele aus der Wikipedia. Also wie gesagt, wenn ein Wort, Nation, immer fast gleich geschrieben ist, dann gibt es keine Fragen, wie das Wort im Ido heißen sollte. Wenn aber zum Beispiel die Wörter immer unterschiedlich sind, hier zum Beispiel für Pferd im Englischen Horse, Cheval im Französischen Pferd, im Deutschen Caballo, Cavallo und Loschat im Russischen, dann gibt es also keine Gemeinsamkeit bei den Wörtern. Aber alle Sprachen kennen das Wort Kavallerie. Insofern kann man also ein Wort bilden, was überall erkannt ist. Und hier so, deswegen heißt es Pferd hier im Ido, heißt es Cavallo. Ja, es gibt dann, wie gesagt, die Wörter, die, sag ich mal, wenn man die alle zusammennimmt, machen ungefähr 30-40% der Gesamtwörter aus, die verwendet werden. Und oder Ja und Nein. Granda und Mikra sollten auch erklärlich sein. Plu ist mehr und Min ist weniger. Wichtig ist, wir haben zum Beispiel Matro und Patro. Also wir bilden nicht eine Ableitung der Frau vom Mann. Und es gibt also hier auch Viro und Muliero. Das ist der Mann und die Frau. Und Bohne und Male ist also gut und schlecht. Und genauso haben wir zwei Wörter für rechts und links, dextre und sinistre. Das ist auch ein Unterschied, der ist zum Esperanto in der Urform. Also hier werden nicht Vorsilben verwendet, um genau das Gegenteil auszudrücken, weil die Idisten davon ausgegangen sind, dass unterschiedliche Dinge auch unterschiedlich heißen müssen. Und deswegen gibt es also hier nicht also in diesem Maße eine Verneinung. Man arbeitet also nur in Ausnahmefällen mit der Verneinung. Wir haben dann Präfixe, ungefähr 20 Präfixe, aus denen man wiederum neue Wörter bilden kann. Also zum Beispiel Schwieger. Bo patro ist dann der Schwiegervater. Bo matro ist die Schwiegermutter. Des ist also, wäre das Gegenteil, wird aber sehr sparsam verwendet. Faziler ist leicht und des faziler ist schwierig. Miss ist falsch verstehen und Prä ist zum Beispiel vor. Hier gibt es eine schöne Übersicht in der Ido per Omni-Seite, wo man dann die Wortbildung nochmal komplett nachsehen kann. Das Gleiche gilt für Suffixe, die also ans Ende des Wortes herangezogen werden. Ich habe mal hier den Hund genommen. Ja, Arch ist zum Beispiel eine moralische Abwertung. Also Hundacho ist also der Köter und Hundacha könnte man übersetzen mit hündisch. Ja, ist ja ein Eigenschaftswort und wenn es eine Abwertung ist, dann ist es also eine hündische Eigenschaft. Hundatra ist also hundeartig,
Ego ist eine Vergrößerung, Hundego ist also der große Hund und Hundeto ist das Hündchen. Hundestro wäre also der Anführer einer Hundemeute, ja, das Alpha-Rüde oder Alpha-Hündin. Estro ist also ein Vorstand. Obernestro wäre der Bürgermeister. Und Hundeo könnte man eventuell mit Hundehütte übersetzen oder mit einem Hundegehege. Geschlecht, sehr wichtig, gerade heutzutage mit den ganzen Sprachregeln. Also Ido ist neutral. Wir müssen, wenn wir einen Rüden ausdrücken wollen, für das Maskulinum die Endung UL verwenden, von Maskulinum leicht zu merken. Und für das Femininum müssen wir das übliche IN dranhängen. Und Jun ist dann der Abkömmling, ein Junger, das ist dann Hund Juno. Also da gibt es dann ganz viele Suffixe, die man verwenden kann. Ja, vielleicht noch ein kurzer Text. Also hier ist ein Dialog, normalerweise mache ich das ein bisschen interaktiv, aber Sie müssen ja leider, können jetzt nicht dazwischen reden in dem Sinne, wie wir das sonst üblich machen. Also hier ist eine Begrüßung, eine wenig formale Begrüßung. Ich heiße Pedro oder man nennt mich Pedro und hier man nennt mich Maria. Buona giorno, guten Tag. Mi gioias conoscesca tu. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ja, und ich freue mich auch. Mi anche gioias. Quan linguae tu parolas? Welche Sprachen sprichst du? Ja, mia matrala lingua essas, ja, hatte ich ein Typo, essas polona, muss also ein O sein, und so weiter. Ja, Verabschiedung, entweder formal auf Wiedersehen oder weniger formal adieu. Wie gesagt, die Progresso-Hefte sind eigentlich eine ganz nette Übung, um sich ein bisschen an die Sprache anzunähern. Hier habe ich mal einen Text aus dem 1936er Progresso-Band, den man also über Archiv.org bekommen hat. Das ist die Einladung nach John Busley in die Stadt des 13. Ido-Kongresses. Und hier sieht man also das Obo Dormo, das Stadthaus in La Gala Salono Eventos, Las Aperto del Congresso, in dem Festsaal Eventos, das Event findet statt, Aperto, die Eröffnung des Kongresses. Ja. La Sayara Congresso Attractos, der diesjährige Kongress, zieht also an, uns Idisten, ni Idisti, del vom 15. bis 17. August 1936 nach John Busley, auf Deutsch Stein am Anger. La Antiqua Nomo es Savaria. Ja, der antike Name ist Savaria oder Savaria. Qua, welches von Dessis gegründet wurde, dal Romana Imperiestro Tiberio Claudius. Ich denke, das ist auch verständlich. Nun essas nur tre poco videbla, tre poco wenig. Nur, ist jetzt nur sehr wenig zu sehen über den antiken Ursprung. Die Stadt La Obo, Havanta, 40.000 Einwohner, Aspectas Tote Moderne, also 1936 schon. Ja, und so kann man also mit ein bisschen Hintergrundwissen in Französisch oder Italienisch oder Spanisch und Englisch sehr viel sich interaktiv erschließen. Ja, hier in diesem Heft 1336 ist auch eine sehr schöne Übersichtsgrammatik auf einer Seite, der Clefo Grammaticala, der Schlüssel der Grammatik de la Lingua Internationa Ido, die nochmal die Regeln, die ich hier hatte, sehr schön zusammenfasst. Ja, hier noch ein paar Links. Wie gesagt, die Deutsche Ido-Gesellschaft, Jahresbeitrag sind 20 Euro oder 15 Euro. Dafür bekommt man also diese vier Hefte pro Jahr, die also vor allen Dingen, diese Hefte vor allen Dingen weniger über die Bewegung an sich berichten, das auch, aber auch sehr viele Wissenschaftsartikel übersetzen oder populärwissenschaftliche Literatur oder geschichtliche Dinge. Also das ist vor allen Dingen Wissensvermittlung im angenehmen Sinne angesagt. Ja, hier sind noch Links zu den Wikibooks und
zu anderen, zum YouTube-Channel der Deutschen IDO-Gesellschaft. Wie gesagt, ich hatte schon auf die wöchentlichen Treffen hingewiesen und die in Jitsi stattfinden für die deutschen IDisten und am Samstag ist ein Treffen international. Und am 25.11. Startet wieder die Sprachgruppe, wo dann noch eher Sprache im Hintergrund ist, wo man sich auch gerne mal einklinken kann und um einen Eindruck zu bekommen, wie IDO im Live-Modus sozusagen funktioniert. Ja, damit bin ich eigentlich durch. Ich würde versuchen, noch in den Chat meine Mail-Adresse, wer also das PDF gerne hätte, um auch die Links nicht zu benutzen, kann mir dann gerne schreiben. Ich schicke gerne das PDF dann auch zu. Ansonsten bin ich jetzt offen für Fragen. Ups, viel Zeit haben wir leider nicht mehr. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich den Chat finde. Oh, da sind ganz viele Fragen schon aufgelaufen. Gut. Ich schreibe mal meine Mail noch rein. So, das ist meine. So, jetzt haben wir hier eine Frage. Ich fange mal hinten an. Kein Volk, keine Nation, also keine lebendige Kultur als Grundlage. Nun, die lebendige Kultur des IDO ist die Kultur der europäischen Völker, um das mal ganz kurz zu sagen. Darauf basiert ja unsere Sprache. Das IDO bringt ja sozusagen, zieht ja nur die Sprachen zusammen und versucht, die Grammatik zu verallgemeinern, sodass es für jeden zugänglich ist. Insofern würde ich das jetzt nicht so sehen. Ja. Noch andere Fragen, was ist IDO? Na gut, das habe ich hoffentlich beantwortet. Sie können auch als Esperanto-Sprecher, ich bin ja selber Esperantist, in aller Regel, Sie haben ja gemerkt, es gibt ein paar Unterschiede in den Endungen und bei den Personalpronomen, aber ob Sie nun me oder mi sagen, also ich in der Form des IDO oder ich in der Form des Esperanto, fällt in aller Regel nicht auf. Insofern kann man sich eigentlich gut verständigen. Die Sprachen sind doch in vielen Fällen ähnlich. Noch mit dem Ziel, ja, andere Fragen? Gerne auch in anderen Sprachen. Also des Englischen bin ich auch mächtig. Auch auf Esperanto kann man Fragen stellen. Gut, wie kann man die Dokumente bekommen? Also ich habe ja, wie gesagt, gerade meine Mail, einfach mir per E-Mail schreiben, beziehungsweise dann schicke ich das PDF, da sind ja die Links dabei. Ja, ansonsten gibt es, also die wichtige Seite ist hier idolingvo.de, da gibt es also die sozusagen, das ist sozusagen der Link der Deutschen IDO-Gesellschaft. So. Ja, das wäre sozusagen die allererste Anlaufstelle. Gut, ja, gerne. Jetzt. Bitteschön. Ja, leider, online ist ein bisschen limitiert, zumal man dann nicht miteinander sprechen kann. Aber so ist es im Moment leider. Gut, dann bedanke ich mich für das Interesse und wünsche viel Erfolg auch noch in der Expo Lingua. Es gibt ja auch noch andere Sprachvorträge, auch über Esperanto zum Beispiel. Da kann man auch gerne noch reingucken. Ja. Gut, dann Till Revido.